Ja, moin moin, Länderspielpause ist vorbei. Das heißt, Bundesliga geht weiter und das heißt auch, wir müssen wieder tippen. Das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich mit dem Kollegen Schaffner. Guten Morgen. Moin. Und um nicht so viel Zeit zu verlieren, wir wollen gleich anfangen. Erstes Spiel ist heute Abend, Freitag, Hertha gegen Dortmund. Hertha gegen Dortmund. Ja, Dortmund hat ja nicht mehr so ganz so viele Spieler. Da sind ja irgendwie 10 Leute verletzt oder so. Da ist ja jeden Tag, reißt sich einer eine Faser, zehrt sich ein Knie oder sowas. Man muss schon befürchten, dass Nobby Dickel und Aki Watzke und vielleicht sogar Mario Götze spielen müssen. Hilft der Hertha aber nicht, denn Aubameyang ist fit. Der besorgt das 1-0. 1-0 Dortmund. Ja. Ich muss ja sagen, vom Memmen-Faktor hat Dortmund ja schon gewonnen. Der Tuchel hat sich ja beschwert. Dass vom Memmen-Faktor. Vom Memmen-Faktor, ja. Der Tuchel hat sich beschwert, dass sie immer wieder gefoult werden und 20 und 27 Mal. Also ich finde, das ist, sollen sie doch so spielen. Es ist doch legitim. Deswegen sage ich, Hertha wird heute 30 Mal faulen und 2-1 gewinnen. Ja, Schaffner, wie geht's weiter am Samstag? Mit einem Klassiker. Frankfurt gegen Bayern. Ja. Was tippst du da? Ja, ich muss sagen, der Kovac, der hat ja den Fairplay-Preis bekommen unter der Woche und ich glaube, die Frankfurter, die werden den Bayern, weil sie so fair sind, einfach den Sieg schenken und Bayern wird 3-0 gewinnen in Frankfurt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Frankfurter mit Fünferkette arbeiten werden, alles dicht machen werden. Bayern fällt nichts ein, kommt nicht gegen an, Frankfurtern fällt aber auch nichts ein. 0-0 wird es ausgehen und die Bayern, gibt es eigentlich eine Verbform für unentschieden, remisieren sich in eine veritable Krise. Oh. Ja, dann geht's aber weiter mit Augsburg gegen Schalke, ne? Stichwort Krise, genau. Augsburg-Schalke, ganz kurz, 1-2. Schalke gewinnt. Ich sage 2-1 Augsburg. Und dann haben wir noch Freiburg gegen Hoffenheim. Das wird der Tag der offenen Tür werden, 4-4. 4-4, ich sage, Freiburg wird von Christian Streich zum Sieg gebrüllt, 2-0 für Freiburg. Ja, Schaffner, bei diesem Spiel will ich weit weg von dir sein, weil ich will diese Tipps eigentlich gar nicht hören. Köln gegen Ingolstadt, was sagst du? Ja, bei Köln stellt sich natürlich die Frage, Modest wird wohl ausfallen, leider. Da muss man sich natürlich schon auch die Frage stellen, wer soll denn da eigentlich ein Tor machen? Also Osako spielt sich ja eher Knoten in die Beine. Zoller trifft ja maximal den Oberrang. Und wenn man Artyoms Rudnevs in den sozialen Netzwerken sucht, dann findet man eigentlich immer den Hashtag Chancentod und das zu Recht. Deshalb muss ein Eigentor her, so wird es auch kommen. Nachspielzeit, Hansi Hinterseher, Ingolstadt-Stürmer, kriegt den Ball irgendwie ungelenk an die Hacke, Tor. 1-0 Köln gewinnt und der Kölner Stadionsprecher spielt ganz geistesgegenwärtig einen seiner größten Hits ein. Dann nehme ich dich in meine Arme. So wird es passieren. Ich kann zu diesem Spiel nicht viel sagen. Ich sage, es geht 0-0 aus, langweilig und weiter bitte. Gladbach gegen Hamburg, das eigentliche Topspiel des Samstags, Schaffner, was sagst du? Ja, Gladbach gegen Hamburg, der weiße Brasilianer Ansgar Brinkmann hat ja kürzlich in einer Hamburger Boulevardzeitung gesagt, dass der HSV Glück haben kann, wenn er überhaupt noch 2-3 Vereine findet, die noch blinder sind als er. Und ich wage mich jetzt mal ganz weit aus dem Tabellenkellerfenster und sage, dass diese Suche erfolglos bleiben wird. Denn die Gladbacher nehmen die Hamburger mit auf eine große Hafenrundfahrt und schießen mit 5-0 vom Bökelberg. Und ganz Hamburg träumt von der Relegation. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Hamburg hat noch nicht einen Sieg. Die haben nur einen Punkt geholt diese Saison. Ich bin ja eigentlich Nordlicht. So, ne? Ich stehe ja für die Nordvereine. Das tut mir auch weh, dass die alle so schlecht abschneiden. Aber ich muss sagen, Hamburg ist so schlecht dieses Jahr. Und die werden auch in Gladbach wieder eine Packung kriegen. 3-0, nicht ganz so hoch wie du, aber das wird nichts. Ja, nach meinem Topspiel des Spieltags kommen wir zu dem Spiel, was die DFL zum Topspiel gemacht hat. Bremen gegen Leverkusen, Samstagabend. Schaffner. Das wird ein 90-minütiger Aufguss der Langeweile. Lediglich das Finish wird es in sich haben, denn in der Nachspielzeit taucht plötzlich Niklas Moisander, der torgefährlichste Finne seit Petri Pasan, im Leverkusener Strafraum auf und schweißt das Ding mit der Pike in den Winkel. 1-0. Und also die Hanseaten eiskalt sozusagen. Gewinn. Ja. 1-0. Ja. Ich muss sagen, ich tippe nicht mehr auf Bremen, solange der große Claudio nicht mitspielt. Der ist immer noch verletzt, also man weiß immer noch nicht, wie lange er ausfällt. Und deswegen tippe ich auch 2-0 auf Leverkusen. Bremen rutscht in die nächste Krise, das wird nichts. Werden wir sehen. So, dann sind wir auch schon beim Sonntag angelangt. Am Sonntag spielen Mainz gegen Darmstadt, Max. Mainz gegen Darmstadt, was sagst du denn da, sag mal? Ja, ich bin da immer Mainz-Sympathisant, weil Mainz meine halbe Kommunio-Mannschaft ist. Deswegen sage ich auch, Mainz wird 3-1 gewinnen. Ein Tor Clemens, zwei hier dieser Kolumbianer da vorne im Sturm. Der wird zwei Buden machen. Ich glaube auch, dass Mainz gewinnt. Das gibt Halligalli mit Yunus Mali und der aus Kassel stammende Mainzer wird einen Doppelpack erzielen. 2-0 wird Mainz gewinnen. Und dann beschließen wir den 7. Spieltag mit einem, ja, mit einem echten Duell der Traditionsvereine. Wolfsburg gegen Leipzig. Was sagst du denn da? Was ein sympathisches Spiel, sage ich da erstmal. Und ich weiß gar nicht, ob Gomez wieder dabei ist. Ich glaube nicht. Und deswegen sage ich, wenn Gomez nicht spielt, wird auch kein Tor fallen. 0-0. Ich glaube, dass Gomez spielt. Und ich glaube, dass Gomez trifft. Wolfsburg gewinnt. 1-0 gegen Leipzig.
Schaffner, ganz kurz noch, bevor sich unsere Wege hier trennen. Morgen ist ja auch Derby hier in Kassel. Der KSV spielt. Gegen Offenbach. Gegen Offenbach. Was sagst du? Kassel gewinnt das Ding ganz klar. Ja. 3-0. 3-0? 3-0. Ich sage auch, wir müssen ja hier auch regional. Ich glaube, Kassel ist stark. Die werden 1-0 gewinnen. Ne? Damit, ja. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende.